Willkommen zurück, meine Lieben. Hier ist euer M3D. Und ich sehe gerade, dass man da hoch könnte, wahrscheinlich. Wir müssen wieder mal Köpfchen klein spielen. Ich bin so witzig. Okay. Braucht man das jetzt wirklich oder kann man... Nee, hier könnte man nicht lang. Keine Ahnung, was das jetzt hier gerade sollte. Ich gehe mal hier drauf. Aha. Okay. Das sieht jetzt wenigstens noch recht simpel aus, das ist spiegelverkehrt zu handhaben. Ach, das sieht ja so simpel aus, das ist doch gar kein Problem. Ja, ist schon klar. Sag doch einfach, dass du ein Noob bist, Master. Verdammt nochmal. Als ob das eh nicht schon jemand gemerkt hätte. So. Na, roll doch. Alter, dieser Schädel, ne? Der will mich doch so übelst verarschen, ist einfach so. Und jetzt genau da hoch. Zack. Die Perspektive war falsch, muss mir so hier gehen. Alter Verwalter, Verwalter. Übel, aber wenigstens haben wir die Zähne bekommen. Man muss es ja mal vom positiven Aspekt her sehen, ne? Einfach mal jetzt irgendwas labern, Hauptsache. Man gesteht seine Niederlage nicht ein. So einfach ist das Thema. So. Du gehst also bergab, also musst du dich irgendwie so schießen oder was? Alter, ne? Oh Mann. Kann man den nicht einfach hier rüberballern? Mal ganz ehrlich jetzt. Normal kann man. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Oh nee. Huha. Kein Problem, kein Problem, Freunde. Alter. Also ich finde es ja schon, dass es geil gemacht ist, muss man wirklich mal sagen. Aber es ist so kacke schwer. Ja, okay, noch nicht mal so kacke schwer, aber es ist einfach. Naja. Man stellt sich Schöneres vor, ne? Sagen wir es einfach mal so. Nein, Ausgang verpasst. Hilfe! Ich bin doch nur ein kleiner Schädel. Hilfe! Da, jetzt runter. Ja. Och nee. Hä? Ach so, das will es verdecken, aber wir lassen das nicht zu. Ich verstehe schon. Oh nee. Na gut, jetzt ab nach oben. Ich sehe nichts. Oh shit. Also es wird nicht angenehmer, das möchte ich schon mal klarstellen. Man merkt es ja auch, glaube ich. Komm rein da, jawohl. Wo muss ich hin? Da runter. Runter. Was gebe ich denn da für Dings von mir, für Geräusche? Bibi. Gut, das ist ja simpel, kriege ich hin. Sehr geil. Ich glaube, ein Level kommt, ne? Ja. War ja zu erwarten. Bäm. Dankeschön. Okay, das sieht jetzt gerade recht simpel aus. Ist es aber nicht. Ja, oh. Ich hätte Basketballer werden sollen, glaube ich, aber okay. Verschwendet das Talent hier schon wieder. Na los. Alter, eben gerade hat es geruckelt und vibriert. Der Joystick, keine Ahnung warum. So. Ich wollte schon sagen, tot. Was ist das denn? Sind das Bakterien oder was? Steck mich nicht an. Ich bin doch nur ein gesundes Mädchen. Was ist das? Ach, das sind Gewichte sozusagen, ne? Ach, ich nehme eins mit. Du bist jetzt mein bester Freund. Ach, ich hab zwei Freunde. Yimmy! Ich bin so glücklich. Ein glücklicher Schädel. So, jetzt mal hier ganz vorsichtig. Alter, Hilfe. Na, aber man kann hier echt gut Dings sammeln, ne? Theoretisch. Also, Sterne wollte ich gerade sagen. Wir sind hier nicht bei Mario, verdammt. Ich meine natürlich Zähne. So, das sammeln wir auch noch auf. Ach, dankeschön. Und rein da. Um die Ecke schießen. Ah, nee. So. Und, na, Hilfe. So. Hä? Ja, witzig. Also, wenn ich nichts sehe, kann ich auch nichts reißen, ne? Ist das euer Ernst jetzt? Uah. Na gut, da war die Kamerafahrt gerade voll für den Arsch. Konnte ich leider nichts ändern. Hilfe! Nein! Nein. Kannst du doch schon vergessen, da komme ich ja schon gar nicht mehr hoch. Klappt nicht, Schädel, versuch's erst gar nicht. Alter. Okay, vielleicht doch mit ein bisschen Anlauf und Verzweiflung und Versuchen. Nee. Alter, hör auf, mich jetzt da hochzuschieben, Sau. Nochmal zurück. Nochmal zurück. So. Das muss man jetzt gut abpassen. Ich sehe schon wieder nichts, ne? Also, ja, okay, ihr seht ja genauso wenig. So, jetzt mit vollem Anlauf, meine Lieben. Mit vollem Anlauf da drauf und gleich hoch. Yeehaw! Bam! Bitte sei fertig. Komm schon. Ja! Sehr geil, sehr, sehr geil.
eine Freude schlechthin. Kann man hier noch irgendwo hin? Macht das vielleicht Sinn? Mehr fällt mir nicht ein. Schade. Da war mein schon wunderschöner Rhyme kaputt. Oh, rutschen. Jimmy. Boah, wir schaffen es echt noch auf eine übelste Anzahl an Zähne. Ne? Ich meine, okay, ich habe es schon tausendmal erwähnt, ich weiß. Aber ich finde es halt nur sehr interessant. Na gut. Ja, gute Kurve kriegen. Ah, das sieht auch schnittig aus. Yeah. So, ganz vorsichtig. Aua, natürlich. Immer werde ich getroffen von den Scheißdingern. Da denkst du dir so, du musst genau an den Rand so fahren, aber nee. Aber okay. Aua, Alter. Boah. Alter, da werde ich lieber getroffen, anstatt hier so es zu riskieren, ganz ehrlich. Boah, gibt's ja auch irgendwo Leben drinne. Weißt du, jetzt müsst ihr direkt zum Endboss gehen. Alter, sehe ich das jetzt richtig, dass hier übelst die vielen Gegner sind? Ja, das war natürlich mal wieder sehr geil gemacht. Wow, und ich lande hier unten. Mann, ist das fair. Mit übelst wenigen Leben. Oh, guck mal, dieses Captain Hook, wie süß. Wow, alter Verwalter. Kümmere dich nicht um den. Kümmere dich um die. Meine Lebensanzahl ist einfach nur noch miserabel, muss man echt mal sagen. Aber es reicht vielleicht. Und sie stehen nebeneinander. Ja. Außer Traum mit nebeneinander stehen. Hilfe. Ich will doch nicht. Ich muss noch auf den da oben achten, Mann. Das ist so übel. Geh weg von mir. Nein. Alter, Alter. Haben die sich gerade gegenseitig geschadet? Ich weiß es gar nicht. Wo schieße ich denn gerade hin? Ich habe nichts gesehen. Aber ich glaube, ich habe Leben verloren. Ich bin mir gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. Lass mich in Ruhe. Ja, Controller, du kannst ruhig aufhören zu vibrieren. Ich habe dich als Controller gekauft, nicht als Vibrator, verdammt. Hilfe. Au. Alter. Schlecht, schlecht, schlecht. Na komm, geh doch mal kaputt. Du würdest wenigstens ein bisschen Leben geben. Ja. Nein, du bist noch nicht gar nicht kaputt. Alter. Jetzt bist du kaputt. Jetzt drehe ich noch mal eine komplette Runde. Mit der Hoffnung, dass ich überlebe. Nein, es kommen noch mehr Viecher. Au. Alter, Alter, tot. Tot, tot. Tot, tot, tot. Aber ja, noch nicht mal die Chance, diesen hyperaktiven, kranken Modus da zu aktivieren. Scheiße, Ärger. Alter, ich muss die ganze Rutsche wieder machen. Och, nee. Okay, ich glaube, man kann es abkürzen. Wartet mal. Jetzt werde ich im besten Falle nicht getroffen. Boah. Ja, das sieht gut aus, Master. Das sieht gut aus. Das kriegst du hin. Nein, das war die falsche Seite. Wartet, wartet. So. Ah, mal ein bisschen was riskieren hier. Ja, gut. So. Mal wieder ein bisschen mehr riskieren. Ja. Ja. Klappt ja sogar. Sehr schön. So viel Schaden wie möglich. Also vermindern, ne? Ist ja klar. Am besten gar keinen Schaden kriegen. So. Jetzt steigen wir hier mit übelst gutem Leben ein. Ja. Jetzt kann man damit arbeiten. Das geht doch besser. Hätten wir die Leben jetzt schon mal vorher gehabt. Aha, geh weg. Dann hätten wir es locker überlebt. Okay, vielleicht nicht locker, aber wir hätten es überlebt. Bleib weg von mir, du Mistvieh, Mann, ohne Scheiß. Du Ausgeburt der Hölle. Du Ausgeburt von irgendwas. Alter. Das ist schon komisch, dass hier nur Puppen sind. Ist das hier ein Puppenmacher oder was ist hier los? Aua. Hilfe. Na, das andere Vieh da hinten ist schon fast tot. Guck mal hier. Es läuft wie geschmiert. Jetzt geben wir dem da oben noch ein Brett. Ja, einen können wir den noch hinschieben. War nicht ganz aufgeladen, war aber okay. Und du bist gleich down, Baby. Yeah. Mist, die T-Kanone will er natürlich nicht. Ah, komm, 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 komm. Beide getroffen, nicht beide getroffen. Schade. So, wenn einer down geht, kommen ja diese anderen Mistviecher, ne? So war das, ja. Aua, ich hab dich gar nicht gesehen da hinten. Also gar nicht auf dich geachtet. Komm, vielleicht kriegen wir sie gleichzeitig down fast schon. Mist. Mist, 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 Mist. So, ey, wieso verrecken das Vieh nicht? Mal jetzt ernsthaft. Bin ich so schlecht oder was? Wow. Fast ist es am Arsch, aber es verreckt trotzdem nicht. Voll mies, ohne Scheiß.
Kanone, beruhig dich, komm. Kühl ab. Ja, jetzt stehen sie super. Jetzt stehen sie super. Und hinter. Ja, hinter, meine Freunde. Denn, man sieht's ja, das Vieh ist auch gleich Geschichte. Jawoll. Mist, der ist ausgewichen. Das Ding ist ausgewichen. So, jetzt bin ich ausgewichen, ne? Alter, verreck doch mal jetzt endlich. Ich schlag jetzt nicht mehr so viel auf. Hauptsache, ich treffe das Vieh. Na komm. Jawoll, 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 ja. Ja, halt die Schnauze, du, die verrecken jetzt zum Glück richtig schnell. So. Sehr fein, meine Freunde. Ja, gleich haben wir es auch geschafft. Komm. Boah, bin ich ausgewichen, Mann. Bin ich ausgewichen wie ein Profi. Jetzt sind wir noch du da oben. Ja, schön weiter deine komischen Dinger da machen. Reg dich ruhig auf. Du kommst eh nicht an uns dran. Interessiert keinen. So. Genau, schmeiß diese scheiß Feuerbälle endlich mal. Alter, was ein Kampf. Der ist so grausam. Mist, der Waffe fehlt. Yippie. Ja, da ist ein Kopf kaputt gegangen. Sehr geil. Und gleich geht vielleicht noch einer kaputt, wenn er die scheiß Dinger mal werfen würde. Komm, schmeiß. Ja, jetzt schmeißt er. Mist, ich hab ihn aufgehalten. Nee, jetzt wirft er. Ja, nein, sie treffen das Holz. Verdammt. Okay, nur noch ein Schädel hat die Sau. Aha. So, und so wenig Leben haben wir ja gerade noch. Ich meine, so wenig Leben haben wir ja gerade mal verloren. Also können wir uns direkt voll machen bei dem einen. Sehr nice. So, mal klein werden. Gibt's hier noch irgendwas Schönes? Nein. Also man muss echt sagen, das Spiel wird echt kacke schwer, ne? So, diese Momente sind schon nicht ungerecht natürlich, aber heftig auf jeden Fall. Vor allem, wenn man es nicht so gewohnt ist. Oder beziehungsweise, wenn man wie ich nur das Spiel nicht, also nicht jeden Tag spielt, sage ich mal. Oho, oho, oho. Oho. Little. Ich spielte eine Rolle beim Untergang meiner Familie, aber ich habe das Feuer nicht ausgelöst. In Oxford wohnen keine Zentauren, ein gewisser Doktor schon. Ich habe ihn gesehen, ein stolzer Student. Jetzt erinnere ich mich an ihn. Dieser Schlüssel gehört zu Lissys Zimmer. Oha, meine Freunde, oha. Jetzt wissen wir, das war der scheiß Therapeut. Wir wissen ja, die Littles waren keine arme Familie und er wollte wahrscheinlich einfach... Also ich glaube jetzt nicht, dass er das Feuer gelegt hat, jetzt aus Just for Fun oder so. Ich glaube echt, dass er damit übelstes Geld machen wollte. Das kann ich mir zumindest vorstellen. Hä? Was war dieses Geräusch? Geräusch, Geräusch, Geräusch. Oh. Mein Vater hätte nicht gewollt, dass ihr weint, Mädchen. Er hatte ein langes Leben. Und wie der Dichter sagt, wie bei einem Uhrwerk müde vom Verzehren der Zeit, standen die Räder beschwerlichen Lebens schließlich still. Wie du meinst. Oha. Man sieht hier dick fett die Bahn. Alter, krass. Vor allem, das sieht so Hammer aus, ne? Wie die das einfach nur gemacht haben. Übel. Also das Spiel muss man nochmal solo spielen, wirklich, und sich jede Ecke richtig mal angucken. Diese Details an jeder Ecke, Hammer. Okay.
Okay, wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt drinnen? Ja, wo bin ich? Alter, da werden die Puppen Massen produziert. Nein, und es kommt natürlich Gegner auf uns zu. Natürlich, egal. Batsch, jetzt bist du Sau. Und den anderen retten wir auch noch in Ruhe. Kein Problem. Bin mal gespannt, was das für Vorteil hat, wenn man so viele Zähne mit nach Hause schleppt. So, mal klein werden. Gibt es hier noch irgendwas Tolles zu sehen? Nein. Außer hier habe ich noch einen Gegner entdeckt. Aber das ist ja nicht so wichtig. Oh, es kommt gerade noch mehr auf mich zu, sehe ich gerade. Da gehen wir nochmal zurück. Kein Problem. So, jetzt geben wir es der Sau mal ordentlich. Aua. Alter, eigentlich wollte ich Dings machen, ne? Diesen Regenschirm. Aber das ging wohl ein bisschen schief. Ah, ja, reicht das schon? Reicht das schon? Das reicht. Alter, die halten ja gar nichts mehr aus, ne? Und da unten sehe ich noch einen anlaufen kommen. Süß. Na komm, schieß doch mal. Hallo. Willst du mich verarschen oder was? Mach doch mal was. Ne, die spacken ein bisschen rum, ne? Na gut, dann springen wir mal rüber. Jetzt wollen wir wenigstens ein bisschen Zähne mitkriegen. Der will sein Gesicht nicht zeigen, dann kannst du machen, was du willst. Na gut, na gut, na gut. Da unten ist ja auch noch einer gewesen, habe ich gesehen. Jetzt bin ich aber nah dran, jetzt müsste es doch klappen, oder? Ja, jetzt kommt er. Jawohl. Jetzt du noch und dann hat sich's doch. Nimi! So, was kann man hier kaputt machen? Gut, nur ein bisschen wieder Zähne rausorganisieren. Da sieht man eine merkwürdige Anatomie. Also ich verstehe das nicht. Das ist natürlich das Gehirn, das ist klar. Aber warum ist denn da ein Baby zu sehen? Naja gut, keine Ahnung, wer hier so krank ist. Obwohl, wir wissen es ja eigentlich, ne? Vielleicht versucht der Kindergedanken irgendwie in den Kopf einzupflanzen von irgendwelchen erwachsenen Menschen. Keine Ahnung, was sein Vorhaben ist. Oder Kindergehirne in Puppen einpflanzen, was weiß ich, ja. Krank ist er sowieso. Da ist eine Erinnerung, habe ich gesehen. Da will ich hin. Also springen wir mal hier rüber. So. Ja, das war sogar richtig. Ja, damit. Ich will sie haben. Verdammt nochmal. So, da sind wir doch schon da. Jawohl. Was ist das? Ich bin kein Spielzeug. Er verlangte Dinge von mir, die ich nicht tun wollte. Er verlangte also Dinge von ihr, die sie nicht tun wollte. Alter Verwalter. Und zur Strafe, damit es wahrscheinlich niemand rauskriegt oder was, hat er sie eingeschlossen und hat das Haus abgefackelt. Was ist mit dem los? Hey, der Typ ist so assi einfach nur, ich weiß auch nicht. Ach, das sind Schubladen oder was mit Fleisch drin, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich sag doch, hier sind an jeder Ecke übelste Details, das ist der Wahnsinn. Und hier kann ich nicht runter, ja. Da wurde wieder geknausert, weißt du? Fängst du gerade an mit dem Lofer, auf einmal kommt gleich sowas, egal. So. Alter Verwalter, wenn ich das schon sehe von hier unten, ne? Will man da weiterlaufen? Ich weiß es. Nein. Es war gerade aus Versehen, tut mir leid. Ich komme auf diese Kamerafahrt nicht klar. Moment. So. Alter, ich komme mit der Kamerafahrt nicht klar und ich muss gerade auf den gucken. Ich weiß auch nicht. Entschuldigung. Idiotenmodus on. Yippie. So, jetzt aber, ja. Ah, die Kurve. So. Steuerung ist voll komisch. Bin ich nicht der erbärmlichste und selbstsüchtigste Unglücksrabe unter der Sonne? Nichts ahnend lebe ich in einer Ausbildungsstätte für Prostituierte. Mein Mentor ist ein widerlicher Zuhälter. Ich wurde zum Komplizen des Mörders meiner Schwester und meiner Eltern, weil er meinen Geist zerstört hat. Ich suchte Linderung von meinen Schmerzen und sie hielt mich von der Wahrheit fern. Du hattest es fast geschafft, hast dich beinahe von deinen Ängsten befreit. Du hättest geheilt werden können und vergessen. Die Erinnerung an meine Familie aufgeben? Sie sind tot. Das solltest du auch sein. Du missratene, grässliche Kreatur. Mörder, du blutsaugender Parasit. Der Schaden, den du Kindern zufügst. Der Missbrauch. Ich biete nur gewisse Dienste an. In der großen, bösen Stadt gilt es, die verschiedensten Gelüste zu befriedigen. Meine Familie, mein Geist, der infernalische Zug. Der Zug ist deine Erfindung, deine Verteidigung. Ich lege nur den Fahrplan und die Reiseroute fest. Der Zug rollt heran mit glänzenden Wagen, mit weichen Sitzen und funkelnden Narben. Still, meine Kleinen, Angst ist unangebracht. Der Mann im Mond hat dies Wunder erdacht. Ich werde ihn aufhalten. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue.
was du wünschst, soll geschehen.